Hallo liebe Kinder, ihr fragt euch vielleicht, was im Moment so in Markt Elfbach los ist. Immerhin geht man bei dem Wetter doch nicht ganz oft runter und der Bastelbaum ist leer. Es sieht alles ein bisschen weniger gepflegt aus als sonst. Und damit ihr euch nicht wundern müsst, was da passiert ist, haben wir eine kleine Geschichtenreihe für euch, die euch vielleicht ein bisschen mehr darüber verrät, was hinter den geschlossenen Türen alles vor sich geht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und hoffen, ihr habt Freude am Zuhören. Es wurde Herbst in Markt Elfbach und die Zauberwesen bereiteten sich auf die kalte Jahreszeit vor. Bald würden sie in den Winter weiterziehen. Einige von ihnen halfen in der Weihnachtswerkstatt als Spielzeugbauer und Wunschzettelboten, andere zogen in den Süden, um den kalten Winter zu entkommen. Mallorca war um diese Zeit heiß begehrt. Ganz schutzlos wollte man das Dorf aber nicht zurücklassen und so wurden in jedem Jahr zwei Bewohner ausgelost, die im Winter die Stellung halten und alles bewachen sollten. Doch oje, das Los traf die Elfe Dingel und den Gnom Dost. Wenn das mal gut geht, flüsterten die Zwerge, die Feen, die Kobolde, die Trolle und die Luftgeister hinter vorgehaltener Hand. Es gab keine zwei Wesen im Wald, die sich weniger mochten. Elfen lachen für ihr Leben gerne. Sie sind freundlich und fröhlich und tratschen gerne mit den anderen Waldbewohnern über dieses und jenes. Sie fanden die Gnome einfach langweilig und grantig. Gnome dagegen sind fleißige Arbeiter und kluge, aber auch sehr ernste kleine Gesellen. Sie sind hilfsbereit, aber nicht eben gesprächig. Am liebsten bleiben sie unter sich. Sie fanden die Elfen immer ein wenig eitel und albern. Und tatsächlich, während die Elfen sich insgeheim immer für ein bisschen hübscher hielten, dachten die Gnome immer, die Elfen wären ein bisschen dumm. Hätten sie sich etwas besser gekannt, hätten sie gemerkt, wie viele Gemeinsamkeiten sie eigentlich hatten. Die Elfen sammelten zum Beispiel für ihr Leben gern Sternenstaub, der im Mondlicht herrlich leuchtet. Gnome sammelten Eicheln, die sie in ihren Höhlen polierten, bis sie im Schein der Kerzen glänzten. Elfen tanzten wunderbar. Gnome machten die tollsten Instrumente aus alten Wurzeln. Wie wunderbar hätte das alles zueinander gepasst. Und eines hatten sie sowieso gemeinsam. Sie alle liebten Markt Elfbach. Leider, ja leider, wussten unsere Freunde das nicht. Und so wurden Dingel und Dost fürchterlich schlecht bei dem Gedanken, um 4 lange Monate allein im Dorf bleiben zu müssen. Als die Bäume ihre letzten Blätter verloren, machten sich alle Bewohner auf die Reise. Wie bunt und fröhlich es an diesem Tag im Dorf zuging. Alle freuten sich auf die Abenteuer, die vor ihnen lagen. Nur Dingel und Dost war ganz elend zumute. Als alle davongezogen waren, zog sich Dost tief in seine Höhle zurück, während Dingel in seinem Nest in den Baumwipfeln blieb. Die Tage vergingen und Dingel langweilte sich zuerst. So fasste er sich ein Herz und ging zu Dost, als der gerade an einem heruntergefallenen Ast vor seiner Höhle arbeitete. »Schönes Wetter heute, nicht?« begann er. Dost grunzte nur. »Hast du Lust, mit mir eine Krone aus Hagebutten zu basteln?« Dost rollte innerlich mit den Augen. Was sollte er denn mit einer Krone überhaupt? Sah dieser nervige Elf nicht, dass er ihn gerade von der Arbeit abhielt? »Nein, danke, ich habe zu tun«, antwortete er und sah kaum von seiner Arbeit auf. Dingel gab auf und zog genervt davon. Diesen unhöflichen Dost würde er nicht noch einmal ansprechen. Als Dost abends allein in seiner Höhle saß, fühlte er sich ein wenig einsam und es tat ihm leid, so unhöflich gewesen zu sein. So entschied er sich, Dingel ein Friedensangebot zu machen. Ein paar leckere, eingelegte Nacktschnecken. Das wäre doch genau das Richtige. Er hatte sich ein paar für einen besonderen Anlass aufgehoben und verpackte sie jetzt vorsichtig in getrockneten Blättern. Dann band er sie mit Grashalmen ordentlich zu einem hübschen Bündel zusammen. Sein Geschenk legte er vorsichtig unter Dingels Baum. Als der seinen Baum am nächsten Tag verließ und das Päckchen entdeckte, war er außer sich vor Freude. Elfen lieben Geschenke. Was wohl darin sein würde? Vorsichtig löste er die Grashalme, schlug die Blätter zur Seite und stieß einen schrillen Schrei aus. Dost, dieses Ekel! Was für ein fürchterlich gemeiner Streich! Es gab nichts, was Dingel ekliger fand als schleimige, glitschige, flutschige, lutschige, eklige Nacktschnecken. Nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, dass jemand so etwas essen könnte. In dem Moment bog Dost um den nächsten Baum und bekam zack ein Päckchen Schnecken an den Kopf geworfen. Du Ekel, behalte deine blöden Schnecken, komm bloß nie wieder meinem Baum zu nahe. Dost konnte es nicht fassen. Sein Lieblingsessen, sein schönes Geschenk lag einfach auf dem Boden
undankbare, dumme Elfe, ich deinem Baum zu nahe kommen? Pfö, bloß nicht. Und überhaupt, wer war denn gestern bei meiner Höhle? Niemand hat dich eingeladen. Ach ja, wer ist denn hier ganz nah an meinem Baum? Bleib doch in deiner Hälfte des Dorfes, zitterte Dingel. Du wüsstest eine Hälfte nicht mal zu erkennen, wenn man dich mit der Nase darauf stößt, motzte Durst. Pfiff, meinst du, antwortete Dingel und holte ein altes Absperrband aus seinem Baum. Wütend stapfte er durch den Wald und zog mit dem Band eine Grenze durch das Dorf. Deine Hälfte, meine Hälfte, weh, du kommst drüber, maulte er Durst an. Als würde ich zu dir kommen wollen. Durst war wirklich wütend und Dingel richtig sauer. So drehten sich beide ohne ein weiteres Wort um und zogen davon. Blöder Durst, dachte Dingel. Dummer Dingel, dachte Durst. Die Nacktschnecken hatte er auch noch in Dingels Hälfte vergessen. Mist. Eisige Zeiten im Dorf. Dingel und Durst verkrochen sich in ihre Häuser. Am liebsten wären sie sich nie wieder begegnet. Und so setzten sie kaum noch einen Fuß vor die Tür. Und wenn sie doch einmal nach draußen mussten, dann flitzten sie noch schneller als ohnehin schon wieder zurück. Unsere Waldbewohner sind nämlich so schnell, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Es war trist, es war kalt und die beiden taten sich gehörig Selbstleid, während sie in ihren Behausungen saßen und übereinander schimpften. Durst las, schnitzte und polierte seine Eicheln und Dingel bastelte und tanzte. Bei all dem vergaßen sie, warum sie eigentlich im Dorf geblieben waren und die Häuser ihrer Freunde, der Zaun und die Wege wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. So ging es bis zu einem trüben Abend. Die Sonne war schon früh untergegangen und im Wald war es zappenduster. Durst hatte es sich gerade mit einer leckeren Tasse heißer Schlamms und einem Buch in seinem Bett gemütlich gemacht, als er von draußen plötzlich ein Kratzen und Schaben hörte. Schnell sprang er aus dem Bett, schlüpfte in seine schweren Birkenstiefel, warf sich den Maulwurfswandel über und stürmte nach draußen. Zum Glück können Zauberwesen im Dunkeln ganz gut sehen. Der Lärm kam aus Dingels Hälfte des Dorfes. Durst zögerte. Der dummen Elfe wollte er wirklich keinesfalls begegnen. Aber was, wenn das Dorf in Gefahr war? Oder die dumme Elfe selbst? Vielleicht war sie ja bei ihrem albernen Herumgerupse vom Baum gefallen und brauchte Hilfe. Durst grummelte vor sich hin. So ganz geheuer war ihm die Sache nicht. Doch er musste wohl oder übel nachsehen gehen. Vorsichtig lief er weiter. Zur gleichen Zeit hörte auch Dingel das Geräusch. Er warf sich schnell seinen Umhang über, eilte vor die Tür und dong! Er stieß direkt gegen Durst, der gerade zu seinem Baum eilte. Beinahe hätten beide laut aufgeschwingt, doch da war es wieder. Die beiden hörten es ganz deutlich. Dingel legte den Finger auf die Lippen und Durst zeigte in Richtung des Geräuschs. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Ein paar Meter weiter entdeckten sie schließlich, was geschehen war. Rehe! Zwei von ihnen hatten sich auf der Suche nach Nahrung ein Loch in den lädierten Zaun gerissen und machten sich jetzt über die Rinde der jungen Bäume im Wald her. Oh nein, rief Dingel, was sollen wir machen? In Dursts Kopf warst es. Wir müssen sie verjagen. Lass uns einfach ganz viel Lärm machen. Sobald sie aus dem Dorf sind, reparieren wir den Zaun. Gute Idee, auf sie mit Gebrüll! Rief Dingel und rannte schreiend los. Durst rannte hinterher. Elfen und Gnome sind nämlich sehr mutig. Leider sind beide auch sehr klein und ungefähr so gruselig wie ein Schmetterling und ein schrumpeliger Gartenzwerg. Die Rehe zeigten sich auf jeden Fall unbeeindruckt und fraßen weiter. Dingel und Durst hüpften bzw. flogen, pfiffen, piepsten, schrien und kreischten. Nichts zeigte Wirkung. Schließlich waren sie völlig aus der Puste. Was jetzt? Fragte Dingel. Sie können doch nicht einfach unsere Bäume fressen. Was fressen Rehe sonst? Überlegte Durst. Gras, Blumen, Obst, Gemüse, Nüsse, Eicheln, zählte Dingel auf. Durst stockte. Meine Sammlung, Dingel, ich sammle Eicheln. Was, wenn wir sie damit aus dem Wald locken? Schnell zu meiner Höhle. Die beiden rannten los. Dingel war noch nie in einer Gnomenhöhle gewesen. Er hatte sie sich immer wie einen Fuchsbau vorgestellt, kahl und schmutzig. Doch sie war wunderschön. Die Wände waren hoch und mit Eicheln bedeckt, die das Licht widerspiegelten. Alles glänzte warm und gemütlich. Keine Zeit zum Glotzen, rief Durst und kam mit einer Schubkarre und zwei großen Eimern um die Ecke. Ich lade die Eicheln ein und fahre sie zu dir. Du legst damit eine Spur bis hinter den Zaun. Wenn die Rehe weit genug weg sind, verschließe ich das Loch mit Draht, sodass sie nicht mehr zurückkommen. Verstanden? Dingel nickte.
Stumm machten sie sich an die Arbeit und schnell landeten die ersten Eicheln vor den Hufen der Rehe. Die knabberten weiter ungeniert an der Rinde, aber nach ein paar kleinen Tritten gegen ihre dünnen Rehbeine und ein paar Blicken nach unten, um nach der Ursache zu suchen, entdeckten sie die Eicheln und folgten gierig der Spur. Schubkarre um Schubkarre brachte Dost nach draußen, während Dingel schnell eine Eichel nach der anderen auf den Boden legte. Die beiden schwitzten und stöhnten, so sehr strengten sie sich an, aber ihr Plan ging auf. Ganz langsam, Eichel für Eichel, entfernten sich die Rehe immer weiter vom Dorf. Endlich waren sie am Zaun vorbei, dann über den Weg. Als der Abstand groß genug war, flitzte Dost noch einmal zu seiner Höhle, holte ein langes Stück Draht und verschloss das Loch. Als er gerade den letzten Schlitz verschloss, flatterte Dingel über den Zaun und ließ sich erschöpft auf den Boden plumpsen. »Puh, geschafft«, seufzte er. »Das kannst du laut sagen«, sagte Dost und ließ sich neben ihn fallen. Die beiden rangen nach Luft. Nach einer Weile fasste sich Dingel ein Herz. »Komm, ich helfe dir noch, die Eimer in die Schubkarre zurückzubringen.« »Danke«, sagte Dost. Sie gingen zur Höhle. Dingel erschrak. Sie war völlig leer. Keine einzige Eichel war übrig geblieben. Dost seufzte traurig. »Oh je, das tut mir leid«, stotterte Dingel. »Schon gut«, antwortete Dost. »Ich glaube, ich bin selbst schuld. Hätte ich mich um das Dorf gekümmert, wäre der Zaun nicht kaputt gegangen. Geschieht mir ganz recht.« Dingel wusste nicht, was er sagen sollte. Er fühlte sich schuldig. »Lass uns schlafen gehen«, sagte Dost und zuckte mit den Schultern. »Morgen sehen wir, was kaputt gegangen ist.« Müde gingen die beiden zu Bett. Am nächsten Tag klopfte Dingel an Dosts Tür. »Ich habe dir was mitgebracht«, begann er und zog eine schöne Flasche hinter seinem Rücken hervor. Sie war bis zum Rand mit Sternenstaub gefüllt. »Den sammle ich«, begann er. »Der glitzert so schön. Er glänzt zwar nicht wie deine Eicheln, aber vielleicht kommt dir dann deine Höhle nicht mehr ganz so leer vor. Es tut mir leid. Ich hätte doch auch auf das Dorf aufpassen müssen. Wenn du nicht deine Eicheln geopfert hättest, wären alle jungen Bäume im Dorf zerstört.« »Was für ein schönes Geschenk«, Dost fasste sich ein Herz. »Mir tut es auch leid. Das mit den Schnecken habe ich doch nur gut gemeint, weil ich gewusst habe, so unfreundlich zu dir war. Hättest du gestern keinen kühlen Kopf bewahrt und gewusst, was Rehe so alles fressen, mir wäre bestimmt keine Lösung eingefallen.« So viel hatte sicher noch niemals ein Gnom zu einer Elfe gesagt. Aber das war einer dieser Augenblicke, in dem ein paar Minuten reichen, um Freundschaft zu schließen. »Dann einigen wir uns einfach darauf, dass wir beide ein bisschen Schuld haben und es uns leid tut. Und jetzt lass uns nach den Rechten sehen«, Dingel lächelte schief. »Aber weißt du, was wir zuerst machen?«, fragte Dost. Dingel schüttelte den Kopf. »Wir reißen die blöde Grenze ab.«